zeigen wir Ihnen ein erstes ausführlicheres. Haben sich ja wunderbar geschlagen. Die österreichische Nationalmannschaft hat aber in den letzten 3 Spielen ein Torverhältnis von 15:1 geschossen und 9 Punkte gemacht. Das wollen wir mal festhalten. Zum Zweiten aber freut mich das, was Herbert Prohaska gesagt hat, denn das Wichtigste ist, dass wir jetzt nicht abheben. Wir müssen am Boden bleiben. Die Vorbereitungen für den Herbst sind sofort in Angriff zu nehmen. Der Herr Prohaska hat ja morgen einen Termin bei mir. Und dieser Erfolg darf uns ja nicht, so wie in der Vergangenheit, wieder zu Leichtsinn verführen oder gar zu einer leichten Überheblichkeit. Dann wäre es nichts mit der Wende. Ich gebe das Wort gleich weiter. Morgen Termin beim Präsidenten. Dieser Erfolg darf nicht zu Leichtsinn führen. Was kann man tun, dass das nicht passiert? Dass die Wende tatsächlich kommt? Ja gut. Ich möchte ganz kurz noch einmal erklären, dass ich immer der Meinung war, dass diese Mannschaft, was ihr fehlt, sind Erfolgserlebnisse. Wir haben die gehabt gegen Lettland und Liechtenstein und die Mannschaft hat sie aber auch richtig eingeschätzt. Das heißt, nach dem heutigen Sieg, glaube ich, glaubt jeder in dieser Mannschaft, dass wir das schaffen können und deswegen wird es wegfallen, dass wir jemand unterschätzen können. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir sind nicht oder noch nicht so weit oder so gut, dass wir es uns erlauben dürfen, jemanden zu unterschätzen. Und schon gar nicht Lettland, die jetzt in Nordirland gewonnen haben, die in der WM-Qualifikation zu Hause unentschieden gegen Spanien und Dänemark gespielt haben. Wer dann wirklich den Gegner unterschätzt vielleicht, dann muss man dann ganz einfach an seiner Einstellung zweifeln. Aber das schließe ich auf alle Fälle aus. Wolfi Winheim, ist die Wende eingeleitet? Und gleich die Frage dazu, wo sehen Sie jetzt die Notwendigkeiten, wo müssen Pflöcke eingeschlagen werden, damit es nicht zurückgeht wieder? Ich sehe sehr wohl den Silberstreif am Horizont, aber ich glaube, die Wende muss eingeleitet werden, gar nicht so sehr nur beim Nationalteam, das im Mittelpunkt steht, über das wir alle reden, sondern es wird nach wie vor schrecklicher Schindluder getrieben beim Nachwuchs. Das interessiert natürlich keinen, interessiert auch leider uns Reporter zu wenig, aber da geht es nach wie vor drunter und drüber. Die Clubs sparen mehr denn je beim Nachwuchs, obwohl es Lippenbekenntnisse gibt offiziell und man jetzt gerade wieder gesagt hat, das Beispiel Ajax muss bei uns auch Schule machen. Gerade auf dem Gebiet wird entsetzlich gesündigt und da ist auch der Herr Präsident, der sich zwar bemüht, aber trotzdem vielleicht zu wenig weiß, was da wirklich passiert, aufgerufen, sich ganz genau darum zu kümmern. Herr Präsident. Ja, ist ein Thema, das wir immer wieder diskutieren. Der Nebensatz vom Herrn Winheim ist vielleicht ein bisschen unter den Tisch gefallen, da sind wir Journalisten selber mit Schuld. Ist richtig, denn es geschieht viel mehr im Nachwuchs, als rüberkommt. Und wenn ich gerade die letzte Meisterschaft mir vergegenwärtige, es waren noch nie so viele junge Spieler in den Kampfmannschaften. Warum waren sie das? Weil auch entsprechende Vorbereitungen getroffen wurden, weil es die Toto-Jugendliga gibt, dass der Nachwuchs kommt, weil es die Leistungszentren gibt, dass der Nachwuchsspieler kommen und weil die Clubs angehalten waren, doch ihren Kader so zu gestalten, dass Nachwuchs hereinkommt. Diese letzte Variante wurde ja sofort heftigst unter Kritik gezogen und fand überhaupt keine Unterstützung in den Medien. Aber gehen wir doch zurück, also zu unserem heutigen Erfolg. Motsch kann man nicht gleich wieder. Faktum ist, die österreichische Nationalmannschaft bringt seit einiger Zeit jetzt eine konstante Leistung. Es geht wirklich darum, dass diese Leistung erhalten bleibt. Die Spieler, glaube ich, haben die richtige Einstellung, haben sie immer gehabt. Sie brauchten das Erfolgserlebnis, das haben sie jetzt auch. Und natürlich wichtig ist, dass die Meisterschaft weiterhin so eine Herausforderung ist für unsere Nationalspieler, wie sie im abgelaufenen oder in der ablaufenden Saison ist. Das spannende Finale trägt hier mit dazu bei. Ich glaube, wir haben wirklich ein gutes Jahr und wesentlich bessere Voraussetzungen als vor einem Jahr. Herbert Prohaska hat mir zugeflüstert, da hat er recht. Ja, absolut. Er hat meistens recht. Also. Ich bin mir auch nicht hier zu gut, mich hier an dieser Stelle, muss man auch sagen, den Club trennen. Auf alle Fälle Dank, denn man hat gesehen, die Leute, die heute aufgelaufen sind, wir dürfen nicht vergessen, auch in Österreich war ein sehr schweres Programm, wir sind 2 Runden vor Schluss. Es war jeder Spieler in einer sehr guten konditionellen Verfassung und da muss man ganz einfach sagen, das zeigt, dass der Aufschwung in Österreich berechtigt ist. Es wird bei unseren Clubs, Spitzenclubs ganz bestimmt, da sind auch die meisten Spieler dabei, hervorragend gearbeitet und davon kann man dann profitieren, das ist für mich
wirklich das Wichtigste. Auch wenn es der Präsident nicht gern hat, ich möchte das Jugendthema doch noch mit einer Frage an den Herrn Baric noch einmal aufgreifen. Herr Baric, Sie sind ein Trainer, dessen Arbeit auf Erfolg ausgerichtet ist. Und Trainern wie Ihnen wirft man vor, gerade Ihnen sei der Nachwuchs völlig egal. Sie kaufen sich ein paar gute Spieler zusammen, versuchen daraus eine Mannschaft zu machen, aber mit dem Nachwuchs zu arbeiten, das ist zu mühsam und das bringt keinen kurzfristigen Erfolg. Ich hätte sehr gerne mit Nachwuchs gearbeitet und wir arbeiten auch in unserem Club gut mit Nachwuchs. Nur erreichen besondere Resultate, das braucht man Routine. Schauen Sie, diese Mannschaft, irische Mannschaft, hat heute verloren, hat praktisch von 15 Spielern, 12 Spieler sind über 30 Jahre. Das ist nicht ein Zufall und sie waren in Weltmeisterschaft. Das heißt, das muss man einfach Mischung finden, aber kann man nicht generalisieren, ich bin oder für das oder nicht das. Bleiben wir bei Salzburg, reicht es Ihnen aus, was dort in Sachen Jugendarbeit getan wird? Oder können Sie mir sagen? Nein, wir müssen besser machen, wir wollen auch besser machen, nur das ist alles nicht so einfach. Wir alle bemühen uns, besser zu machen und ich wäre glücklich, wenn wir haben noch viele bessere junge Spieler. Wir können diese Runde nicht beenden, ohne noch den Fall Herzog anzuschneiden. Herbert Braske, Sie haben natürlich jetzt recht, der Erfolg gibt immer recht. Es hätte auch ganz anders kommen können, dann hätten wir hier ganz anders diskutiert. Wie geht es weiter jetzt mit Andi Herzog? Schauen Sie, heute möchte ich eigentlich dazu genauso wie gestern nicht sagen. Gestern war eigentlich das Spiel im Mittelpunkt und es war wichtig. Heute, glaube ich, ist wichtig, dass wir uns jetzt einmal am heutigen Tag freuen über diesen Sieg. Das tun wir uneingeschränkt alle miteinander. Und wir haben dann so lange wieder Zeit, um das andere auszudiskutieren. Es wird sowieso nicht ausbleiben, es wird sowieso wieder am Tisch kommen. Heute möchte ich das nicht tun, aber was ich auf gar keinen Fall tun will, heute jetzt schadenfroh zu sein und zu sagen, jeder hat gesehen, wir brauchen ihn nicht. Das ist sicherlich nicht richtig. Wir können immer einen guten Herzog gebrauchen. Aber natürlich, ein bitterer Beigeschmack bleibt auf alle Fälle. Aber mehr möchte ich heute nicht dazu sagen. Er hat sich gestern an sich sehr fair benommen in der Sendung Sport am Samstag. Hat der Mannschaft alles Glück gewünscht. Man kann sagen, das ist eh selbstverständlich. Aber trotzdem habt ihr eine faire Geste gefunden. Könnte es sein, dass dieser Erfolg oder auch ein länger anhaltender Erfolg, die Wunden heilt, die gerissen worden sind in den letzten Wochen, oder ist eher die Richtung jetzt erst recht Härte? Schauen Sie, ich glaube, und das geht es nicht in erster Linie, es geht darum, dass wir hier 16 Spieler haben und da gibt es noch einige weitere, die verletzt waren, so wie den Feiersinger, der Adner, die sicher zu einem engen Kader gehören und so weiter. Ich glaube, es wäre jetzt unfair, wenn man jetzt wieder gleich beginnt, darüber zu diskutieren, denn diese Leute heute haben hier einen großartigen Kampf geboten und haben auch dann sich spielerisch enorm gesteigert. Und es wäre jetzt wirklich unfair, jetzt wieder dieses Thema zu bringen. Man sollte jetzt wirklich den Spielern, in erster Linie den Spielern, die Schlagzeilen lassen. Das ist ganz bestimmt auch für das Selbstbewusstsein unheimlich wichtig. Herr Präsident Mahert, Fall Herzog. Ja, ich halte mich da, was der Andi Ogles nach dem Spiel gesagt hat. Es gab keine Gedanken an ihn. Es gibt auch nicht das, was Sie sagen, Wunden heilen. Es gibt ein einziges Problem. Wir haben einen Spieler entscheiden lassen, wo er lieber spielt. Er hat sich für Deutschland entschieden. Ich wünsche ihm also für die deutsche Meisterschaft vollen Erfolg. Ich hoffe, dass er diese Freude dort erleben und auskosten kann. Was heißt das? Heißt das, dass man ihm jetzt die kalte Schulter zeigen wird oder heißt das, dass das Thema doch nicht völlig vom Tisch ist? Ich möchte auch daran erinnern, dass Sie ja massiver Kritik ausgesetzt waren. Sie sind ganz hart ausgepfiffen worden, als Sie im Wiener Stadion waren beim Cup-Finale und man hat gelesen, es habe sogar Morddrohungen gegen Sie gegeben. Wie denken Sie persönlich über diese Sache jetzt? Ich denke persönlich über diese Sache, dass ein Spieler, der in der Nationalmannschaft spielen kann, diese Chance immer wahrnehmen sollte. Es gibt kein Land der Welt, wo ein Spieler in der Entscheidung bei seinem Profiklub oder bei einem ganz entscheidenden Match seiner Nationalmannschaft zu spielen, sich für den Profiklub entscheidet und dann zur Tagesordnung übergegangen wird. Das gibt es eben nur bei uns. Das Entscheidende ist, welche Einstellung hat ein Spieler zum Nationalteam. Es geht nicht nur um das Können, es geht nicht nur um die Kondition, es geht auch um die innere Einstellung. Und da gibt es eigentlich ganz klare Antworten, wir können sie verstehen, denn natürlich gibt es auch eine Bindung zum Club.
die Entscheidung hat er getroffen. Ich habe nichts anderes in der Zwischenzeit vernommen. Heißt das, dass die Verbindungen zu Andi Herzog gekappt bleiben? Ich habe keine Verbindungen zu Andi Herzog gekappt. Der Herr Herzog hat eine Entscheidung getroffen, die wurde akzeptiert. Man könnte darüber noch lange diskutieren, warum haben wir sie akzeptiert. Wir haben vielleicht den Fehler gemacht, dass wir die Meinung eines Spielers eingeholt haben. Das wird es in Hinkunft auch nicht mehr geben, damit nicht derartige Missverständnisse entstehen können. Es hat hier eine letzte Frage dazu und ich schicke auch hier noch einmal voraus, der Erfolg gibt natürlich dem ÖFB recht jetzt. Aber es hat hier vor dem Spiel in Dublin das Gerücht gegeben, wenn es eine Niederlage gibt heute für die österreichische Nationalmannschaft, dann hätten Sie morgen oder dann würden Sie morgen Ihre Funktion zur Verfügung stellen. War da was dran? Zum einen einmal, damit das klar ist, es hat jeden leid getan, dass der Herr Herzog der Nationalmannschaft das Nachsehen gegeben hat. Alle hätten gerne den Herrn Herzog in der Nationalmannschaft gehabt. So, und darüber jetzt also wieder zu diskutieren und zu philosophieren angesichts des Erfolges der Mannschaft, nicht böse sein, bringt uns nicht weiter. Weiter bringt uns, dass wir eine Mannschaft haben, dass wir noch Spieler haben, die in diese Mannschaft hineinwachsen. Wenn es Spieler gibt, die lieber abseits, dann müssen wir das akzeptieren. Wir sollten niemanden zwingen müssen, in der Nationalmannschaft zu spielen. Sie haben jetzt elegant die Frage nach dem Gerücht eines möglichen Rücktritts umschifft. Bitte noch eine Antwort darauf. Ich glaube, so weit sollte man mich schon kennen, dass ich dann, wenn es schwierig ist, nicht davonlaufe. Okay, ein Satz. Daran kann man sich auch in Zukunft halten. Von Ihrer Seite? Ja, ich glaube, dass... Ich kann mich nicht hier äußern. Ich finde, das war alles in Ordnung gemacht vom Österreichischen Fußballbund. Er muss sich entscheiden und spielen für die Nationalmannschaft. Wolfi? Man sollte nie sagen, es sind schon aus größeren Feinden wieder Freunde geworden. Wir haben mit Freude begonnen und ich möchte noch eine Sache anschneiden, Herr Prohaska, zum Schluss. Ich bin zwar noch nicht sehr oft bei Fußball-Länderspielen dabei gewesen, aber ich war sehr beeindruckt, wie die österreichische Mannschaft, als sie abgegangen ist vom Spielfeld, Standing Ovations von den irischen Zuschauern bekommen hat. Sie waren sehr oft dabei. Ist das eine einmalige Sache oder passiert das oft? Nein, passiert nicht oft. Also ich muss hier sagen, das ist wirklich ein hervorragendes Publikum. Sowas kann man nur jedem wünschen, denn ich meine, die eigene Mannschaft wurde nicht ausgepfiffen, die gegnerische Mannschaft war ein Standing Ovation. Das ist sehr schön und ich glaube, das war auch für die Spieler zusätzlich zu dem Sieg ein herrliches Erlebnis und gibt es nicht in vielen Ländern auf dieser Welt. Herr Präsident Mahaut, ich bedanke mich bei Ihnen in Wien, ich bedanke mich bei Ihnen hier. Meine Herren, die Nationalmannschaft, glaube ich, wird heute noch zurückfliegen. Ja. Und wann wird man in Wien sein? Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute das gern wissen möchten. Ja, ich weiß es nicht genau, ich glaube um 1:30 in der Früh. Ich nehme an, da werden schon alle schlafen, aber um es gleich vorwegzunehmen, da bin ich zu vorsichtig, man soll uns jetzt nicht schon wieder beginnen zu feiern, denn das wäre genau wieder das umgekehrt Schlechte. Man soll uns am Anfang nicht wieder so schlecht machen, aber geschafft haben wir noch gar nichts. Wir haben jetzt hier gewonnen und wir haben noch einen sehr schweren Weg vor uns, aber wenn die Mannschaft so weiterspielt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch die Europameisterschaft Hinrunde schaffen. Sehr vernünftige Worte. Danke, Herr Prohaska, danke, Herr Wilhelm, danke, Herr Barek.